Ahoi und willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einer neuen Folge von Kurt bastelt. In dieser Folge zeige ich dir, wie ich dieses Droiden-Amulett gebastelt habe. Dieses Projekt ist mega simpel und geht auch mega schnell. Also du schnappst dir so einen Plastikring, die Farbe ist erst einmal egal, die Größe entscheidest du, je nachdem wie groß das Amulett sein soll. Nimmst dann etwas Alufolie und wickelst die um den Ring. Kannst das Ganze noch mit Heißkleber befestigen und dann die Alufolie in die Form bringen, die dir gefällt. Wenn du keinen Plastikring zur Hand hast, kannst du auch einen Holzring nehmen. So einen Gardinenstangenring oder... Ich glaube, das ist egal, aus welchem Material der ist. Jetzt wartest du, bis deine Heißkleberpistole die höchste Temperatur erreicht hat und lässt dann an dem Außenrand so ein bisschen den Heißkleber runterlaufen, dass so Tropfen entstehen. Mit einem sehr spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel so einem mega kleinen Schraubendreher, kannst du oben ein Loch in den Plastikring bohren, damit du dann da einen Haken oder eine Öse reindrehen kannst. Du kannst das auch mit Heißkleber befestigen, so wie ich es getan habe. Ich habe dann da noch gleichzeitig das Design von diesem unteren Teil übernommen und habe den Heißkleber so ein bisschen zerlaufen lassen. Als das Ganze abgekühlt war, habe ich dann den kompletten Anhänger mit Silberlack besprüht und dann mit einem Küchenschwamm hier und da so ein bisschen grüne Acrylfarbe aufgetupft. Mit einem schwarzen Edding und brauner Acrylfarbe habe ich dann noch so ein paar Akzente gesetzt. Bei diesem Schritt kannst du dich kreativ komplett austoben, also je nachdem, was dir gefällt. Und das war's auch schon. Das ist das fertige Droiden-Amulett. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und mein Video geschaut hast. Bedeutet mir wirklich viel. Und falls ich dir noch irgendwie helfen kann beim Basteln, schreib mir einfach eine Nachricht bei Facebook oder hinterlass mir unter diesem Video einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.